Ende der 60er Jahre sollte der technisch veraltete Karmann Ghia bei Volkswagen abgelöst werden. Man suchte nach einer Alternative. Zeitgleich suchte Porsche ein günstiges Einstiegsmodell, da 1965 die Produktion des Porsche 356 endgültig eingestellt wurde. Deswegen vereinbarten beide Konzerne auf Vorstandsebene, verantwortlich war Ferdinand Porsche und Heinrich Nordhoff, eine gemeinsame Produktion. Die Geburtsstunde des Volkswagen Porsche 914-4. Für die Produktion wurde eigens die Volkswagen Porsche Vertriebs GmbH mit Sitz in Ludwigsburg gegründet. In Deutschland wurde der 914 mit dem Volkswagen-Emblem auf der Haube verkauft. In Nordamerika mit dem Porsche-Emblem. Knapp 120.000 Mal wurde der Porsche 914 gebaut. Im Volksmund wurde er gerne als Volksporsche bezeichnet. Bei dem hier gezeigten Modell handelt es sich um einen Volkswagen Porsche 914-4 mit einem 1,7 Liter Vierzylinder Boxermotor mit Saugrohreinspritzung. Mit seinen 80 PS erreicht der kleine Sportler eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 187 km pro Stunde. Das Fahrwerk ist perfekt optimiert und verleiht dem Volkswagen Porsche auch bei höherer Geschwindigkeit eine sehr gute Straßenlage. Das Blechkleid ist eine selbsttragende Ganzstahlkarosserie. Das Tagerdach ist herausnehmbar und kann im Kofferraum verstaut werden. Dies macht den Sportler im Nu zu einem schnittigen Roadster. Der fehlende Platz im Kofferraum war auch kein Problem, denn durch den Mittelmotor hat der kleine Sportler sowohl am Heck als auch in der Front einen Kofferraum und bot damit genügend Platz für Gepäck. Obwohl der Porsche 914 ein günstiges Modell sein sollte, war der Preis verhältnismäßig hoch. Doch die Porsche 911 Modelle blieben erfolgreicher im Absatz und so war den 914er Modellen eine kurze Produktionszeit beschert. Das damals seltsam anmutende Design rückt heute immer mehr ins Rampenlicht. Heute ist der 914 ein begehrter Oldtimer und findet immer mehr Liebhaber, weil er wie kaum ein anderes Fahrzeug den Flair der 70er Jahre verkörpert.